Herzlich willkommen hier im Art Visions Berlin. Hier ist der Hausmeister, unser Shopbesitzer, der Kloputzer. Der Shopbesitzer wird bestimmt lecker. Moin, mein Sexer und euch da draußen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel sehr gut überstanden. Und Django, wo sind wir heute? Na, in Berlin sind wir heute. In Berlin sind wir heute. Wie versprochen, die erste Januarwoche ist angebrochen und wir sind heute zu Gast in Berlin beim Dennis Blume, nämlich im Art Visions Tattoo Studio. Den Dennis holen wir gleich noch mit dazu. Wir werden uns erstmal ein bisschen stärken, ein bisschen quatschen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich bin mega happy hier zu sein. Und wir wollen nicht lange reden, es geht jetzt los. So Leute, wie gesagt, wir stehen hier vorm Studio, warten noch auf den Dennis, der kommt gleich. Ah, da ist er doch schon. Komm her, mein Guter. Yo, was Moin, Brüdi! Moin! Frohes neues Jahr. Ja, danke. Es ist wieder soweit. Ja. Ich bin wieder hier. Donnerstag, 20 Uhr, der Dennis mit am Start. Ich war im Oktober schon das erste Mal da. Richtig. Aber ich würde sagen, ich habe ein bisschen Hunger. Ja. Dennis, was machen wir denn da? Ja, was machen wir? Ich glaube, wir gehen erstmal was essen. Das klingt sehr gut. Essen ist immer gut. Dann zeige ich euch das Studio. Na dann, wollen wir sagen, ab geht's. Ab geht die Post. Los. Herzlich willkommen hier in Berlin. Richtig. Und wo fahren wir jetzt hin? Gute Frage. Wir schauen mal. Wir fahren ein bisschen die City durch ab und dann gucken wir mal, wo wir landen, oder? Was? Sagen so standardmäßig Currywurst oder irgendwie sowas. Oh ja, das klingt. Django, was hast du? Currywurst? Typisch Berliner, oder? Ja. Oh ja, wenn wir schon mal da sind. Tja, Dennis, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Einladung nochmal. Jo, gerne, mein Lieber. Und ich war ja schon im Oktober da, das haben wir ja schon gesagt. Ja. Das ist allgemein mein erster Guestspot, den ich hatte, den ich privat auch gemacht habe. Bei mir jetzt? Ja, ja. Echt? Also ich war ja schon beim Randy und so, das war ja alles, ja, weil man sich kannte auf Messe und so. Ja, sorry. Und, aber so für mich privat war es tatsächlich mein erster Guestspot. Und ich bin beim zweiten Mal immer noch so aufgeregt wie beim ersten Mal. Wie lange lebst du schon hier, Dennis? Mal was Privates. Dürfen wir private Fragen stellen? Ja, ja. Okay. Ich lebe tatsächlich schon mein ganzes Leben hier. Okay. Bin hier aufgewachsen und wie sagt man so schön, raised and born? Ja. Born and raised, so. So, ja, ja. Cut. Aufgewachsen und dann geboren. Genau. Das ist wie mit dem, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn, weißt du? Ja. Nee, tatsächlich bin ich hier aufgewachsen und ja, kann es mir auch nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Bist du so Großstadttyp, ja? Ja, ja. Okay, aber ich glaube, wenn man es nicht anders kennt, war, dann ist das auch. Ja, also ich sehe es ja mal wieder, ne? Viele beschweren sich mal über den Verkehr hier oder so. Also für mich ist es wirklich was extrem Normales, hier irgendwie zu hupen, sich anzuschreien, zu über Rot zu fahren. Über Rot zu fahren, nee, jetzt nicht, aber. Nee. Ach, bin ich so. Hier zum Beispiel, da das gelbe Haus. Ja. Eins daneben, da bin ich aufgewachsen. Du kommst direkt aus dem Teil, Stadtteil? Naja, ich bin in Charlottenburg aufgewachsen. Ja. Also wenn euch das was sagt. Nee, ja, ja, sagt mir schon was. Mit 10 oder so bin ich mit meiner Mutter halt hier in Steglitz gezogen. Und seitdem wohne ich eigentlich hier im Umkreis von. Ja, man sagt ja, über jedes Viertel gibt es ja irgendwie eine Erwartungshaltung, oder? Was ist das jetzt hier für ein Viertel? Ach, das normal, ist so, also Stino? Ab 8 klappen wir die Bürgersteige hier hoch. Also Stino. Das ist ganz interessant. So ein typisches Allmannviertel quasi. Ja. Also wenn man das jetzt vergleicht mit Neukölln oder so, auf jeden Fall. Ja, okay. Das ist die Schlossstraße hier. Ja. Ich glaube, einer mit der schönsten, nobelsten. Nee, Nobel gar nicht. Okay. Da fahren wir gleich mal lang. Da fahren wir hier gleich vorbei. Ja. Aber einer der größten Einkaufsstraßen in Berlin tatsächlich, nach dem Kudamm, glaube ich. Mhm. Hier hast du wirklich alles auf, weiß nicht, 2, 3, 4 Kilometer. Ja. Hast du 5 Shopping-Malls mit 6 H&Ms drin. Hast du geile Projekte die Woche? Wo du sagst, also ich weiß, du hast immer geile Projekte, aber eins, wo du sagst, das wäre sinnvoll, weil es wird fertig oder so. Gute Frage. Ich
Kannst du gar nicht beantworten. Du bist auch immer einer, der arbeitet von Tag zu Tag, oder? Ja, ja. Ich auch. Also, um mir den Stress gar nicht zu geben. Ja, ja. Wenn ich jetzt schon vorher mal gucke, eine Woche, dann mache ich mir aber schon eine Platte, okay, und hier und da. Und ich starte ganz entspannt in den Tag rein, was ich heute habe. Also, es gibt natürlich Projekte, wo ich mich auch darauf vorbereite, aber. Ja, ja. Zu neue Sachen, genau, aber wo du weißt, wo du eh einen Druck, also wo du weiter dran machst, musst du ja nicht vorbereiten. Freitag zum Beispiel fange ich einen Rücken an. Ja. Ja. Cool. Okay. Da werde ich auch schon um 10 anfangen. Was für ein Thema? Erstmal ein Cover-Up. Oberhaupt ist einer meiner besten Freunde. Okay. Der hat oben so einen ganz verkackten Schriftzug von rechts nach links. Und den werden wir covern mit so japanischen, Elementen? Asiatischen Sachen. Hanya-Maske, aber realistisch. Samurai-Maske. Ja, geil. Ja. Realistisch. Ja, ja, alles Farbe alles oder schwarz-weiß? Ja, ja, schwarz-weiß. Okay. Farben sind doch jetzt nicht mehr. Ja, stimmt, ja. Kannst du dir nicht sagen. Es alles bleibt, halt, stopp. Es bleibt alles so, wie es ist. Es gibt immer noch bunte Farbe, Leute. Also, ja, so anders. Da werde ich jetzt schon ein bisschen was vorbereiten, natürlich. Stencil und so. Wenn man das Motiv kennt, dann bereite ich das natürlich schon vor. Ja. Aber in der Regel bei so Unterarmprojekten, also Projekte, die nicht groß sind. Machst du das Highlife mit dem Kunden zusammen vor Ort? Ja, ich mache das alles am Tag mit dem Kunden. Hier sind wir übrigens jetzt auf dem Kudamm. Stimmt. Ich würde mal sagen, größten Einkaufsstraße Berlins. Und die luxuriöseste, oder? Die luxuriöseste, genau. Ja. Also wir haben hier wirklich von Louis Vuitton. Von Rolex. Rolex, alles da. Ja. Ja. Aber bist du selber Kunde in der Straße? Nee, das ist gar nichts für mich. So, Django. Currywurst. Wie versprochen? Ja. Currywurst. Currywurst kommt zu. Ja. Auf der Schlossstraße zur Bratpfanne. Da sieht man es schon. Die Berliner kennen sie. Die gute Bratpfanne. Und du sagst, die, das ist die geilste, also, Currybude, die on the street hier. Ja, auf jeden Fall. On the street. Auf jeden Fall. Die gibt es nicht umsonst schon seit, weiß nicht, 60, 70 Jahren oder so. Also okay. 1951. Krass, ja. So sah sie vorher aus. Heftig, Alter. Ja, mega krass, oder? Das ist echt gut. Ich glaube, ja, so habe ich sie noch kennengelernt. Da war hier auch noch eine Currywurstbude. Und da hinten war eine Currywurstbude und keine Chance hier, ne? Jetzt generell Lieblingsessen. Also hier, von hier und so, von hier. Also der Cheeseburger ist sehr, sehr gut. Den kann den hatte ich auch schon, empfehlen. Stimmt. Cheeseburger ist sehr, sehr gut. Meine. Aber was muss man essen, wenn man hier ist? Ja, ein Cheeseburger und eine Curry mit Darm und einer kleinen Pommes. Okay. Also, das wird mein Ding. Alles zum Einpacken. Und du, Max, Tattoos? Nö. Nee? Nö. Du etwa? Ein bisschen, ja. Brauchst du ein bisschen Dreck? Hab da, Dankeschön, hab da ein bisschen was mit zu tun. Leicht. Hallo. Hey, wunderschön. Ich bestell, ja? Ich bestell für dich mit. Ja, ja, bestell mal. Okay, also ich bestell erstmal, willst du auch einen Cheeseburger? Oder will ich einen Cheeseburger mitnehmen? Ja, drei Cheeseburger. Mit extra viel Käse, bitte. Oder? Mit extra Käse, ja. Und bei einem ohne Tomaten. Darf man das auch? Tomate kommt gar nicht drauf. Okay, siehst du? Ketchup ist gut, ne? Top, ja. Kannst du ja mal so lang, so pornmäßig. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen, ja. Ja. Wollen wir das fragen? Ich dürfte eigentlich hier nicht einfach deswegen wollen wir fragen, ja. Ja. YouTube. Ja, der Junge kennt sich aus. Bei mir Mayo. Mayo, Ketchup und ganz viel Liebe, bitte. Besten Dank. Dankeschön. Jawohl. Ciao. Danke, ciao. So, Leute. Die waren ein bisschen angespannt, habe ich das Gefühl. Ja, ja, die waren ein bisschen angespannt. Aber das ist so. Ja, ja. Das ist so. Na, weil sie auch kein, die haben halt keinen Bock auf Ärger, so, weißt du, wie, verstehe ich halt auch. Oh, oh. Geht's noch, oder? Ja, ja, geht noch. Geht noch? Ist das mein Burger vom Boden? Nee, das ist meiner hier, der an der Jacke klebt bei mir. So, genau. Oh, geil. Danke. Hallo. Ein wunderschön! Alter, lecko facko, ey. So, Leute, wir sind jetzt vollgefressen vom schönen Currystand. Bratpfanne. 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 Der beste Bratpfanne in town. Wir haben uns jetzt ein bisschen gestärkt. Wir werden jetzt das machen, worauf ihr wahrscheinlich schon alle warten werdet. Der Dennis wird uns jetzt mal das Studio ein bisschen vorstellen, oder? So machen wir das. Na dann. Ab geht die Post. Updates. Das war mein erster Pokal. Kommen wir natürlich schon gleich in den Tattoo-Bereich. Der Junge macht richtig viel Para. Ja.
Und jetzt bin ich gespannt. Öffnet die Tore.